Ja, das ist definitiv ein Großeinsatz. Und in der Zwischenzeit auch eine zweite Drehleiter von der Feuerwehr Weinstadt nachgefordert. Die Löscharbeiten werden sich auch definitiv noch bis in die Nacht ziehen. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Hier der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf. Wo sind wir hier genau? Welche Gemarkung? Wir befinden uns hier im Schorndorfer Ortsteil Miedelsbach. Was haben wir hier genau? Ja, wir sind hier mit den Abteilungen Miedelsbach und Stadt um 16.55 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs hier in Miedelsbach alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat sich dann direkt herausgestellt, dass es sich um ein Realfeuer handelt. Es wurden dann umgehend weitere Kräfte von den Abteilungen Haubersbronn und Schombach und in der Zwischenzeit auch eine zweite Drehleiter von der Feuerwehr Weinstadt nachgefordert. Sie haben gerade von der Einsatzkräfte gesprochen. Wo kommt die her? Ist das ein Großeinsatz hier? Ja, das ist definitiv ein Großeinsatz. Also die Feuerwehr Schorndorf ist hier mit 4 Abteilungen und insgesamt ca. 100 Einsatzkräften im Einsatz. Was brennt hier genau? Also es ist eine Firma, die Holzmöbel herstellt und es brennt der Lagerbereich mit Holz. Feuer unter Kontrolle? Ja, das Feuer ist aktuell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten laufen allerdings noch. Der Brand breitet sich aber aktuell nicht weiter aus. Ist es nach Ihrer Hinsicht bekannt, ob das Verletzte zu beklagen sind? Nach aktuellem Stand gibt es glücklicherweise keine Verletzten. Die Dachschaden werden Sie wahrscheinlich nicht wissen, aber der Brand oder die Löscharbeiten dauern noch an hier. Richtig, die Löscharbeiten werden sich auch definitiv noch bis in die Nacht ziehen. Wie sieht es mit dem Löschwasser aus? Ist die Versorgung gut gewährleistet oder gab es doch Probleme mit den Schläuchen liegen? Die Löschwasserversorgung ist gesichert. Es gibt hier auf dem Firmengelände eine Löschwasserzisterne, eben genau für solche Fälle, die mehrere tausend Liter Wasser oder sogar hunderttausende Liter Wasser zur Verfügung haben. Parallel arbeiten wir auch über das Hydrantennetz und über die nahegelegene Wieslauf. So ein Großbrand in dieser Art ist relativ selten hier in dieser Gemarkung. Ja, das ist zum Glück selten, ja.
Thank you.
kann der nur einen Haufen ablöschen und vielleicht einen Ausleger. Das ist nur das Ding, dass die halt hier als Einweise umstehen, würde ich fast sagen, ich stehe mit Atemschutz hier rum, ich stehe mit Atemschutz. Jawohl! Nehmen wir.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.